Und damit ein herzliches Hallöchen hier zurück zu Resident Evil 5 mit der guten Tai. Ja, ja, wir kommen endlich dazu, mal weiterzuspielen, ne? Ja, endlich. Wurde wirklich Zeit. Ja. Ich bin total raus, aber kriegen wir hin. Ja, ich auch. Ich wollte schon wieder E drücken anstatt F. Da geht's wohl lang. Ja, anscheinend. Oh, ich sehe da schon. Guck mal, wenn du dich hier hinstellst, dann siehst du dort im Fenster schon jemanden. Ah, ja. Boah, Chris, kannst du mal bitte aufhören, so komisch dich zu bewegen? Also nicht du, sondern mein Chris. Oh, okay. Warte. Ich dachte, weil beim Zielen erstmal so hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter geführt. Ist jetzt auch die Frage, ob wir hier hinten lang gehen wollen oder von vorne, weil ich glaube, da... Oh, oh, hinter uns ist ja auch noch einer in dem Raum. Ja. Nee, warte mal. Hä? Ich hab mich zu schnell gedreht. Ich hab keinen Plan. Ich gehe einfach mal hier lang. Ich glaube, der kommt nämlich davon sogar durchs Fenster oder so. Ich weiß es nicht. Ja. Als ob ich es nicht geahnt hätte. Hallo. Oh. Ja. Schön, Salto verpasst. Alles gut. Hast du was liegen lassen? Oh, der Typ ist da immer noch drinne. Den wir durchs Fenster gesehen haben. Oh Mann, ich drehe mich zu schnell. Wenn ich die Kamera so ein bisschen zurück mache. Ach ja, da gab es ja auch so eine schnelle Drehung. Oh, da kommt. Oh, da sind zwei. Salto. Ich bin nicht nah genug dran, merke ich. Nein, Würfel. Also, was war eine ordentliche Handkante. Ja, aber wirklich. Oh, der hat Schrotmuni fallen lassen. Ein von Maden befallener Kadaver. Was für ein Gestank. Eine Kettensäge, nicht gerade ein Küchenutensil. Mhm. Bei mir steht eine Kettensäge. Was haben die hier gemacht? Naja, mal im anderen Text. Haben sich die Entwickler Mühe gegeben. Ja, finde ich auch. Oh, okay, wir hätten auch wahrscheinlich einfach hinten langlaufen können. Ja, definitiv. Hätten wir nicht mal Munition verbraucht. Vielleicht wären die echt nicht rausgekommen. Wahrscheinlich nicht. Weil so ist es ja der Hinweis so, hey, ihr müsst dann hier lang, um weiterzukommen. Das Geld kriegen wir auch beide, ja? Ja. Oh. What's going on? Oh, ach so. Ich dachte mal, was ist das für ein komisches Geräusch? Ich bin wieder sehr gut im Zielen. Crash site. Oh ja, ich geb gesprungen. Ach nee, ich muss hoch. Ja, du musst immer hoch. Ja, ich dachte gerade, ich soll das Mädchen, hier das Mädchen darf halt immer nach oben. Du kriegst leichten Besuch von hier oben aus, sehe ich. Ja, so wie das wirkt. Oh, oh Gott. Du machst das schon. Ja, ja, klar. Gibt ja von hier oben ein bisschen Deckung. Ja. Wie ist weg? Okay, der ist down. Ja, brennt auch. Kriegst du es hin? Ja, ja. Da war da irgendwer? Oh, der eine ist da an der Seite lang. Oh, ja, ist so ein Flugvieh. Du kriegst Besuch übrigens, ne? Echt? Ja. Oh, Hilfe. Der ist nämlich einfach an mir vorbei und zu dir hochgesprungen. Der lebt ja immer noch. Bei mir waren im Endeffekt nur zwei Leute. Ey, jetzt kommt er mit... Was macht der denn? Oh! Ich dachte mir, was sind das für komische Geräusche hier? Ey, das ist ein übelster Holzkopf, der hier gerade zu mir hoch ist. Der rennt jetzt wieder auf dich zu. Au! Was soll denn dieses Kacksau? Ernsthaft. Warte mal, am besten du gehst da mal weg, ich schmeiß jetzt eine Handgranate. Okay.
Burn, baby, burn! Ah, doch nicht sicher. Oh, leben ja noch. Da lebt noch einer. Oh, der lebt auch noch. Oh, oh. So, weg sind sie. Sollten alle gewesen sein. Ich denke. Ist ja gerade Munition verschwunden. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass da Munition lag und einfach verschwunden ist. Oh, ein rotes Kraut. Hatte ich nicht noch ein grünes aufgenommen? Du hast also vorhin ein grünes aufgenommen, ja. Achso, ja. Oh. Ich wollte gerade sagen, oh, das ist gar nicht mehr in meinem Inventar drin, aber... Na, war klar, dass hier einer unter Toilette steht. Aber ich habe leider keinen Platz mehr für ein rotes... Aufspießen. Yeah! Irgendwo ist hier einer, ich höre den. Ach, da oben. Oh, hier ist auch ein rotes Kraut. Warum habe ich ein volles Inventar? Oh. Du hast keinen Platz mehr. Nee. Du kannst das Rote also auch nicht mitnehmen. Nee. Ich könnte es kombinieren. Da hinten in der Ecke übrigens steht auch noch ein her, ne? Oh, und da kommt noch einer runter. Mann! Jetzt verpiss dich! Ich glaube, der ist tot. Ja, der hinten in der Ecke würde aber auch nicht rauskommen. Den hatte ich eben eigentlich schon. Oder ist er schon wieder. Der ist immer noch am Leben gewesen, okay. Ja, ich bin nämlich schnell zu dir hin. Naja, jetzt sollte er down sein. Okay. So, was machen wir jetzt wegen dem Dings? Also, ich habe auch ein rotes. Warte mal, was hast du an Heilung mit? Oh, du hast 4 Heilungen mit. Ja. Scheiße, was schmeiß ich jetzt hier weg? Ah, nee, warte mal, ich geb dir mal, die Munition hier. Ach so, ja, die kann ich noch aufnehmen, genau. Und dann kannst du mir das Grüne geben. Dann kann ich das kombinieren und dann nehme ich das Rote einfach noch mit. Ja, super. So, und schon haben wir's. Ja. Gold. Müssen wir hoch? Weiß ich nicht, aber hier liegt eine Granate. Oh, ich erinnere mich an diese Stelle. Und hier liegt noch mal eine Granate. Ja. Warum liegen hier so viele Granaten? Na, das wirst du noch merken. Ich werde mich nicht freuen. Oh, da liegt ein grünes Kraut. Ist das euer Ernst? Aber du kannst das jetzt mitnehmen. Du hast doch das Rote. Ja, aber du hast Platz, ich nicht. Ja. Ah, warte mal, ich kann dir... Warte mal. Nee, ich gebe dir ein kombiniertes. Dann kann ich nämlich das Grüne mitnehmen und das auch gleich noch kombinieren. Genau. Ich wollte mich auch eigentlich so in Richtung kombiniertes gehen. So. Jetzt habe ich noch einen Platz frei. Du musst mich ja sicherlich wieder drüber schmeißen. Ich habe auch so das Gefühl. Warte, ja, ich will aber nicht darüber. Aber wir müssen, es gibt keinen anderen Weg. Du musst dann, glaub ich, nach ganz unten und durch diese rote große Tür gehen. Ach so, stimmt, die war ja irgendwie abgesperrt, glaube ich. Ich habe die gar nicht ausprobiert. Ja, ich glaube, ich muss die aufmachen oder so. Wie gehe ich da hin? Ich will doch nicht. Ich will doch nicht hin. Oh, hier liegt Maschinengewehrmunition, die nehme ich dir mal mit. Oh, oh. Na toll. Ich kann die sogar selber öffnen, fällt mir gerade auf. Okay, dann öffnen sie. Ja, ich bin schon dabei. Ich tritt als dagegen. Aber irgendwie will das nicht funktionieren. Vielleicht musst du mir doch helfen. Alter. Okay, ich versuche runterzukommen. Weil er tritt nur dagegen und es passiert nichts. Shit. Geh mir aus dem Weg, Junge! Ja, die ist verschwunden. Nein, nachladen. Jetzt kannst du aufmachen. Okay. Vor allem für mich hört es sich einfach an, als würden die alle von rechts kommen. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, da ist die verschlossene Tür. Vielleicht ist sie nicht mehr, bald nicht mehr so. Oh Gott, ich muss mich heilen.
kann mich nicht heilen. Was, wieso nicht? Ich weiß nicht. Ah, warte, ich muss dir erst helfen. Jetzt. Lol, ich konnte mich selber nicht heilen. Nee, du, wenn man an so einem kritischen Punkt ist, kann man nicht mehr heilen. Mann! Oh, das war ein bisschen nah. Ich hoffe, ich habe nicht damit gerechnet, dass es so eine Explosion macht. Oh, Kehle aufschnitzen. Oh, geil. Den Todesmove hatte ich noch nicht. Mann! Gibt's doch nicht. Aufspießen. Yeah. Oh nein. Nein. Salto. Yeah. Ist okay. Lol, der eine ist direkt an mir vorbeigerannt, nur um zu dir zu gehen. Na los. Okay. So, haben wir doch gut geschafft und das ist aufgegangen. Warte mal, ich war zwar fast tot. Ich hab noch Munition für dich. Ich kann nämlich sonst die ganze Schrotgewehrmunition nicht mitnehmen. Und das wäre sehr ärgerlich. Okay, erstmal alles abgrasen, weil hier kommt gleich noch was Geileres. Ja, es ist immer so. Erstmal die ganzen Gegner wegmachen und sobald die weg sind, erstmal in Ruhe gucken. Hast bis du noch, ich ins Verderben, uns ins Verderben laufe. Handgranaten hast, kannst du noch aufnehmen, ja? Ich glaube ja. Weil hier vorne in dem komischen Bus lag. Ich muss gleich mal gucken. Ah, das kann ich öffnen. Gewehr. Hallo? Ja. Hallo, die Dame? Oh, da oben habe ich auch was verpasst. Nimm du, das ist Maschinengewehrmunition, die kann ich nicht brauchen. Aber, oh, nee, du hast Platz, okay. Ja, ich muss mal gerade gucken. Ja, aber ich habe jetzt auch schon wieder keinen Platz, ne? Hier ging es noch hinten raus. Warst du hinten? Ja. Nee. Ja. Okay. Dann da waren nur zwei Kisten mit Geld und Munition. In der okay. Einen. Ist gut. Und hier in diesem Dings hier liegt vorne im Cockpit noch eine Granate. Okay. Die kannst du dir noch nehmen. Gut. Oh, hier liegt noch eine Kiste. Ja, nimm du auch gleich, weil du hast weniger. Okay, okay. Dann weiter. Also rein ins Verderben. Hey, ein Kontrollpunkt. Hm. Hey, ist das nicht nett? Der hat extra uns Platz gemacht. Oh Gott, du kommst mir zu schnell. Ja, ach, der dafür waren die schnell. Kisten, hä? Ach so, der ist übrigens One-Hit, ja? Wenn er dich trifft. Okay. Ich habe eine Granate hingeworfen, die muss ich ganz nebenbei. Oh. Hinter dir, hinter dir? Ja. Okay. Ich hasse dieses schnelle sich drehen von der Kamera. Es ist einfach nur lästig. Ich verliere dadurch voll die Orientierung. Oh, lauf doch! Boah. Ich hab dir mit der Schrotflinte auf die Schädel gerissen! Oha. Da. Wo ist er? Ach, da! Am besten hinten in der Ecke. Ja. Die Typen standen mir im Weg. Auch. Hier ist übrigens Schrotmine. Ist der tot? Ah, nein. Ja, schön, der ist an mir vorbei.
Das ist aber sehr nett von ihm. Lauf, 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 lauf. Nee, der ist ein bisschen blöd, habe ich den Eindruck. Ist doch gut so. Fuck, ich hab mich selbst in Luft hier. Achso. Oh, komm mal bitte hinterher. Sonst macht er mich auch nackig. Pass auf, hinter dir, hinter dir. Mach dich auf. Ich dachte eigentlich so, oh boah, wenn du da jetzt langläufst, dann läufst du voll in die Sackgasse. Aber ganz vergessen. Also hier, wo ich gerade stehe, ist übrigens noch... Ja. Munition für dich. Das müsste Schrot sein, ne? Jo. Boah, Alter, natürlich. So 5 Kilometer entfernt, aber nein, der Gegner trifft. Erwischt mich natürlich. Der Typ ist. Der hält ja. Oh, er ist tot. Echt? Nice. Er ist down. Echt? Jo. Oh, tatsächlich. Weil Chris ihn in den Rücken geschlagen hat. Genau. Schöner Handkantenschlag und schön hat Moss. Hat ihm. Oh, ernsthaft. Ich hasse das, wenn Gegner durch so einen extra Move nicht tot sind. Obwohl sie es sonst immer sind. Wir haben es gepackt. Nein. Hey, wir sind nicht gestorben. War besser als gedacht. Ich dachte eigentlich, der killt uns wenigstens einmal, weil die Todesszene ist auch ziemlich cool, muss ich sagen. Aber ich denke mal, es wird noch vorkommen. Ich würde sagen, der Part ist hier an der Stelle erstmal zu Ende. Gibt's den etwa öfters? Ja, den Gegner gibt's noch sehr oft im Spiel. Ich habe mich eben so gefreut, hey, Kontrollpunkt, dann sehe ich ihn mit der Kettensäge und denke mir, scheiße. Sogar ihre mehrere auf einmal. Ja, geil. Aber also, da sind die Club dann ein bisschen schwächer. Ja. Nur ein bisschen Heilung verballert, aber okay. Gut. Ich hab noch bevor wir jetzt hier aber weitergehen... Ja, wolltest du einen Schnitt machen? Genau, machen wir an der Stelle erstmal einen Schnitt, denn die Zeit ist wieder rum. Wir bedanken uns fürs Zusehen und hoffen, ihr hattet ein wenig Spaß. Wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und Tschüssikowski. Tschüss.